Hey Leute, in diesem Video dreht sich alles um die Quest um den Phantom-Ochsenkarren, bei dem man auch eine Trophäe bekommt. Diese Quest ist bei sehr vielen Spielern verbuggt, inwiefern seht ihr im Lauf des Videos. Ich zeige euch jetzt im ersten Teil, was ihr tun müsst, um die Trophäe zu bekommen, und im zweiten Teil, wie ihr die Quest erledigt, wenn sie verbuggt ist, wodurch ihr aber leider keine Trophäe bekommt. Also nachdem ihr zum ersten Mal in Bugbatal, also in Batal wart und wieder nach Vernworth zurückgekehrt seid, bekommt ihr die Quest automatisch, denn ihr werdet angelabert und danach losgeschickt, wo ihr zum ersten Mal in Kontakt mit dem Phantom-Ochsenkarren kommt. Wo ich die Quest erhalten habe, seht ihr jetzt gerade hier auf der Karte, das war bei Karrenstation West. Am besten priorisiert ihr die Quest im Menü, dann wird euch auch das Ziel auf der Karte angezeigt, also ihr müsst nördlich aus Vernworth raus und dann einfach hier dem Weg folgen und nach einer kleinen Brücke werdet ihr auch wahrscheinlich den Ochsenkarren direkt entdecken. Der leuchtet so blau, ist auch kaum zu verfehlen und dort werdet ihr eine Cutscene entdecken mit diesen verschiedenen Soldaten hier. Und nach dieser Cutscene könnt ihr dem Ochsenkarren mal kurz hinterherlaufen, der fährt dann weg. Und dann wird eine neue Cutscene gestartet und da habt ihr eine Auswahl. Ihr könnt entweder das Geld annehmen und den Typen hier gehen lassen oder ihr eskortiert ihn nach Vernworth. Das erste ist in dem Fall besser, da bekommt ihr 5000 Gold, meine ich. Ich habe leider das zweite gewählt und habe nur ein Dokument bekommen. Es kommt wieder eine Cutscene, ihr seid wieder in Vernworth und müsst jetzt zu Hauptmann Brand laufen. Der sitzt wie jeden Abend hier in der Gaststätte und trinkt. Und mit dem labert ihr ganz kurz und fragt ihn über den Phantom-Ochsenkarren aus. Anschließend müsst ihr euch komplett nackt machen, bis auf die Boxershorts, also legt alles an Equipment komplett ab, auch die Ringe. So, und danach geht ihr erstmal schlafen bis zum nächsten Abend. Dann könnt ihr euch wieder auf den Weg machen, dahin wo ihr eben auch wart. Also ihr seht hier auf der Karte, dass das Ganze markiert ist, also kein Problem dahin zu finden, aber es geht echt nur geradeaus. Ganz wichtig ist aber, dass ihr eure Vasallen anweist, stehen zu bleiben, also halt. Denn ihr müsst genauso aussehen wie ein Vasall und das tut ihr nicht, wenn euch drei andere Vasallen eben folgen. Also drückt auf Halt, Steuerkreuz rechts, dann bleiben eure Vasallen alle stehen und ihr könnt weiterlaufen zum Ochsenkarren. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr mit dem Fahrer reden und er sagt euch dann, dass ihr hinten einsteigen sollt. Jetzt beginnt das, wo man das Ganze verbuggen kann. Also wenn ihr die Trophäe wollt, solltet ihr euch einfach hinten links in die Reihe stellen, weil die sind ja alle in einer Reihe und dann bekommt ihr die Trophäe, sind wir schon da. Und wenn ihr so blöd seid wie ich, dass ich hier rumgelaufen bin im Karren und auch noch den Fahrer angesprochen habe, das machen Vasallen ja normalerweise nicht, dann verbuggt das Ganze, denn er sieht, dass ihr kein Vasall seid und ja, das war's. Er wird euch nämlich komplett aus dem Wagen rausschmeißen, obwohl die Tür zugegangen ist. Eigentlich sollte die Trophäe ja erscheinen, wenn man im Wagen drin ist, war hier der Fall, aber die Trophäe kam trotzdem nicht. Also wie gesagt, stellt euch links hinten in die Reihe. Und dann sollte das Ganze funktionieren und falls nicht, dann müsst ihr schnell das Spiel beenden und dann vom letzten Gasthaus laden. Deswegen schlage ich euch auch vor, bevor ihr diese Quest angeht, ins Gasthaus zu gehen, dort zu schlafen und dann habt ihr einen Save Point. Ich zeige euch jetzt, inwiefern das Ganze nämlich verbuggt ist. Wenn ihr am nächsten Tag da wieder hingeht oder am nächsten Abend, dann wird der Fahrer einfach komplett wegfahren und ihr habt keine Chance mehr mit ihm zu reden. Das ist wohl ein Bug im Spiel. Ich habe auf Reddit etc. gelesen, dass ganz viele Leute das Problem haben. So, also wenn ihr die Trophäe wollt, dann müsst ihr euch wie gesagt in die Reihe stellen und dann fährt der Karren los und die Quest beginnt so richtig. Und jetzt gehen wir über zu Teil 2 und Teil 2 beinhaltet die Lösung der Quest, aber ohne die Trophäe. Also, wenn euch die Trophäe nicht wichtig ist, dann schaut jetzt zu, wie ihr die Quest beenden könnt, trotz Bug. Und wenn ihr die Trophäe haben wollt, unbedingt, weil ihr Platiner spielen wollt oder 1000 Gamerscore, dann solltet ihr hier stoppen und einfach warten, bis dieser Bug gelöst wird, denn sonst könnt ihr Platin vergessen, außer ihr macht einen neuen Spieldurchlauf. Also ich habe euch gewarnt und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Quest lösen könnt ohne die Trophäe, wenn euch die Trophäe nicht interessiert. Also diese Methode macht ihr halt nur, wenn der Bug eingetroffen ist und wie gesagt die Trophäe unwichtig ist. Ihr müsst jetzt da hinlaufen zum Wagen, dann so ein bisschen nach links hier und dann wird wieder das Gelaber losgehen und gleich fährt er weg. Jetzt müsst ihr ihm hinterher laufen, aber nicht sprinten, denn wenn ihr sprintet, dann verschwindet der Wagen nach kurzer Zeit. Und wenn ihr ganz normal lauft, mit ein bisschen Abstand, dann wird irgendwann eine Cutscene getriggert. Ich zeige euch jetzt den kompletten Weg bis zur Cutscene und dann melde ich mich nochmal. Was war no complaint, quarrel, Duran died.
suited as slaves, if you ask me. Truth be told, I've lost count of how many of you I've transported these past few days. Still not the faintest idea. Or where they take you after what for. I've never seen one of you return. That says a lot. As some would tell it, you're serving as targets for new recruits. So, da sollte Grenzkontrollpunkt bei euch auch stehen. Das ist dann, wenn ihr eben an der Cutscene angelangt seid und da werden einige Soldaten sich unterhalten. Anschließend kommt ihr wieder ins Spiel und diese ganzen Vasallen werden verkloppt. Hier solltet ihr einfach nur still rumstehen und gar nichts machen. So habe ich es gemacht. Irgendwann ist das Ganze vorbei und die nächste Cutscene wird getriggert. Ihr seht, der Wagen ist zu, man kann nicht einsteigen, also ja, das ist halt eben das Problem, weil die Trophäe besagt, dass man in den Wagen einsteigen soll. So, die nächste Cutscene kommt jetzt und da machen wir wieder gar nichts und warten einfach nur, bis wieder die nächste getriggert wird. Ja, und die nächste Cutscene ist das Intro von diesem Video, das habe ich euch schon mal gezeigt, also überspringen wir das Ganze. Und in der nächsten Szene werden wir von den ganzen Soldaten hier angegriffen und ich habe überhaupt keine Chance gehabt. Die haben mich sowas von zerfetzt und meine Vasallen haben überhaupt nichts gemacht. Also ihr seht das hier, das ist einfach nur ein Massaker. Ich konnte nicht mal irgendwie reagieren und ja. Also auf jeden Fall müsst ihr euch da sterben lassen, ganz einfach. Dann solltet ihr vom letzten Speicherpunkt Laden auswählen, denn danach werden eure Vasallen normalerweise, so wie es bei mir der Fall war, wieder komplett aktiv und greifen auch an. Und ihr könnt dann auch diese Soldaten alle besiegen. Und einer dieser Soldaten wird Arbeitsanweisungen droppen und die sind eben für diese Quest relevant. Ich habe danach nach dieser Quest einfach versucht, hier irgendwie in den Wagen reinzukommen, ihn zu zerstören, indem ich Minions draufgeschmissen habe etc. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, das ist halt eben so, dass ihr die Trophäe danach nicht mehr bekommt. Außer ihr seht den Wagen irgendwann mal wieder. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so hin kann und ob da noch was passiert. Also wie gesagt, Leute, wenn euch die Trophäe wichtig ist, dann macht diesen Schritt nicht, sondern wartet einfach, bis das Ganze gefixt wird. Wenn ihr das alles gemacht habt, befindet ihr euch in Batal, ganz am Ende in Batal. Und ihr müsst dann aber zurück nach Vanworth, um mit dem Hauptmann Brand wieder zu reden, damit die Quest komplett abgeschlossen wird. Das müsst ihr natürlich nicht gleich machen. Ich habe es gleich gemacht mit dem Reisestein, aber ihr könnt ja erstmal in dem Batal ein paar Quests machen und dann das Ganze hier weitermachen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Es hat echt lange gedauert, weil ich eben erklären musste, wie man es mit Trophy macht und dann ohne Trophy. Leider ist das halt so verbuggt, dass beides nicht gleichzeitig möglich ist, zumindest nicht jetzt. Oder ich habe es halt einfach nicht rausgefunden. Also danke Leute nochmal und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein und bis bald. Bye bye.